Nee, Naturramse schon wieder dran. Spaß. Grüße wieder an Natururin und der Ramses ist wieder da mit einer weiteren Folge Ramses Kitchen, ne? Warum Ramse überhaupt? Ihr seht, manchmal Ramses, was ja eigentlich richtig wäre, dann gibt's aber die Fraktion, die immer Ramse sagt. Der Ramse hier, der Ramse da, das hat sich beim NR-Battle schon so durchgesetzt. Und jetzt gibt's auch noch die Pablo-Fraktion, die einfach Ramsen sagt. Der Ramsen. Kennt ihr nicht einen Ramsen? Ramsen wieder am Start, ne? Nicht Ranzen, was man für die Schule braucht oder so. Bizepsbude. Das schneiden wir raus. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal. Ramsen der Dicke. Ramse der Dicke. Ich habe heute wieder was vorbereitet und zwar habe ich hier mein verschmiertes Bierglas, ja? Das ist dreckig. Da trinke ich nämlich am Montag immer Bier draus. Beim Chill mit Ramses, Ramsen Livestream. Jetzt habe ich letztens, passt auf, mir werden doch immer ab und zu Päckchen geschickt. Da hatte ich in dem Päckchen Bier vom Hannes. Das ist schon ein bisschen her. Ich habe das ganze Bier vom Hannes schon fein säuberlich vernichtet. Ein Bier vom Hannes habe ich aber übrig gehabt. Der kommt ja aus München. Er hat schönes bayerisches Münchner Bier gebraut und mir geschickt. Aber eine Dose war dabei und das war die hier. Und die habe ich nicht einfach im Stream getrunken, weil das ist ja was ganz Besonderes. Hier steht nämlich Karakuchi. Also, das könnte auch ein neues Pokémon sein. Und dann steht außerdem noch, ich versuche das mal so jetzt. Na gut, so erkenne ich nichts. Da steht Asahi Brewias Limited, Asahi Beers, Beer for all seasons, super dry. Und das scheint ein japanisches Bier zu sein oder irgendwas. Denn es steht so drauf, dass man nichts mehr lesen kann. Asahi Super Dry, Asahi Brands in Köln. Gut, wir nehmen jetzt einfach also an, das ist ein japanisches Bier. Es ist auf jeden Fall ein asiatisches Bier, sagen wir mal das dazu. Und das wollte ich extra testen. Letztens bin ich aber mit Pupsi einkaufen gewesen. Und da habe ich im Lidl das hier entdeckt. Hey, das ist World Acclaimed Shanghai, born in Singapur, Singapur, London, Hongkong. Tapai, wie viele Orte stehen denn da noch drauf? Tiger, a bold lager born in the heart of Asia, ja? Im Herz von Asien geboren, Tiger Beer seit 1932, world acclaimed Asian Lager, also ein asoziales, ein asiatisches Lager, award-winning full-bodied Beer. Ein Ganzkörperbier mit geboren in Singapur. Jetzt habe ich also das hier vom Hannes, das Japanbier, plus das hier, also importiert. Die möchte ich jetzt heute beide mal probieren. Einmal den, einmal den. Mal gucken, welches schmeckt besser. Die Deckel sind auf jeden Fall beide schon zugekeimt. Wir machen erstmal das. Wir machen erstmal das Billigbier vom Lidl auf, und zwar das hier. Probieren mal fix einen Schluck. Und jetzt werde ich dir gleich sagen, wozu hast du eigentlich das Bierglas, wenn du eh aus der Dose trinkst. Moment. Wir probieren jetzt mal kurz das Shanghai Singapur Tiger Asian World Hongkong Bier. Es ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Ich weiß nicht mal, was ich in den Titel schreiben soll. Puh. Das schmeckt irgendwie, um es ganz krass auszudrücken, das schmeckt so, als wäre das nicht mehr gut. Vielleicht haben die das deswegen in eine extra Ecke gestellt. Vielleicht ist das einfach über die Zeit. Vielleicht ist das sonst was. Hier steht 7/2021. Es müsste also noch bis Sommer 2021 haltbar sein. Was steht hier? 6/2021. Das gibt sich eigentlich nicht viel. Das schmeckt aber, das brennt richtig auf der Zunge. Das habe ich selten von einem Bier, außer wenn das Bier schon richtig säuerlich und vergoren ist, weil es
mitten in der prallen Hitze in einem Pool gelegen hat. Das hatten wir mit den ganzen 5-0er-Dosen damals, als wir dieses 500-Abo-Special gemacht haben. 500 Dosen Bier in den Pool reingepackt. Und die haben dann 2 Wochen in der prallen Sonne rumgehaust. Und dann habe ich die danach immer Stück für Stück getrunken. Das hat auch einen richtig komischen Geschmack gehabt. Das schmeckt jetzt schon beim Öffnen und Probieren ohne Sonne so richtig stechend und brennt auf der Zunge. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Importiertes Asia-Bier. Ja, huch. Erstmal auf den Kühlschrank gekotzt. Ist jetzt auf jeden Fall nicht so prall. Würde ich jetzt nicht nochmal nehmen, unbedingt. Jetzt haben wir aber immer noch das Hannesbier, ja? Jetzt probieren wir mal das Hannesbier. Nicht Johannes Beer, sondern Johannes Bier. Bester Name ever. Mach mal das mal auf von Karakuchi, das neue Pokémon. Was kann man denn Karakuchi nennen? Paras. Paras ist jetzt mein kleines Karakuchi, jetzt wisst ihr Bescheid. Wir probieren mal das Hannesbier und gucken mal, was das kann. Also das versucht euch einfach alles wegzubrennen und wegzuätzen, weil da haben sie bestimmt mit Säure gearbeitet. Hier hast du eher den Eindruck, als hättest du einen alten Eimer Farbe über den Kopf geschüttet und die Hälfte ist ja in den Mund gelaufen. Das schmeckt irgendwie so richtig fad, hölzern, modrig. Ich kann es nicht beschreiben, keine Ahnung. Kann man aber besser trinken als das andere, weil es dir nicht alles wegbrennt. Hat also eine sehr komische, dumpfe Note. Damit ihr wisst, wieso das hier steht, habe ich gedacht, ich werde einfach für das Video das jetzt hier reintun. Werden das mal hier einfüllen. So. Ich hoffe, das passt überhaupt rein. In einer Dose sind 0,3 Liter, also 330 Milliliter sind da immer drin. Die ist leer. Wir werden das zweite nehmen. Wir werden das auch hier reinfüllen. Packen das also dazu. Ungefähr so. Ja, jetzt haben wir schon das Problem, dass nämlich gar nicht alles da reinpasst. Adi schlägt unten an seinem Zeug rum. Wir müssen das jetzt so eingießen, in der Hoffnung, dass alles da reingeht. Ihr seht, die Bierschaumkrone macht, was sie möchte. Farbe mit Säure gemischt. Jetzt neu. Jetzt haben wir das auf jeden Fall alles da drin. Packen das mal hier weg. Wir haben jetzt zwei leckere asiatische Japan-Export-Biere aus München bzw. Köln und aus Lidl. Ja, Lidl war es genau. Wir haben das auf die dicken Glas und wir wollen das jetzt einfach zum Abschluss der Sendung genießen, trinken und dann sagen, ich glaube, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bevor ich das gerade getestet habe, habe ich schon diese Fritz-Cola mit Kaffeegeschmack getrunken. Und wenn ich dann mit dem Bier durch bin, muss ich aber hier noch diese Dickmanns Berliner testen und probieren. Da wisst ihr, was da alles zusammenkommt, aber die Zeit rennt weg. Ich muss immer viele Sachen an einem Tag vorproduzieren. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Prost auf die Community, auf euch, auf Hannes, auf Bier, auf Lidl, auf Köln, auf Berlin Tag und Nacht, auf alles, was da steht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ugh.